Watch your step. The higher you climb, the harder you fall. Das klingt logisch. Hey VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und ich bin heute in Journey for Elysium. Ja Leute, das ist ein neues Abenteuerspiel, storybasiert, und wir müssen hier mit der Gondel durch die Unterwelt reisen und auf dem Weg verschiedene Rätsel lösen. Macht auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck, und dass es schwarz-weiß ist, macht den Spielspaß definitiv keinen Abbruch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und falls euch gefällt, was wir für euch machen, dann lasst bitte einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und let's go! So Leute, da bin ich schon. Ja, und wie ihr seht, ich bin hier noch nicht in der Unterwelt. Ich bin noch oben. Es ist alles noch schön in Farbe. Deswegen bin ich auch selber noch in Farbe. Ja, wir gehen mal in die Optionen. Wir haben Locomotion-Einstellungen, entweder Teleport oder Immersiv. Immersiv ist Smooth fortbewegen. Soundeinstellungen mit Untertiteln, leider nur in Englisch. Und wir haben Smooth Turn. Und wir könnten hier noch den Button wechseln, mit welchem wir greifen wollen. Jo Leute, ich hätte gesagt, ich fange ein neues Spiel an. Und let's go. Flüsterstimme. Die letzten Momente hier in Farbe noch genießen. Grafisch schaut schon mal sehr gut aus. Vor allem dieser Sonnenuntergang oder Aufgang. Wahrscheinlich eher Untergang. Jo, weiter komme ich nicht her. Oh no! Can you hear me? Ja. Stay calm. Try to focus on my voice. Focus. Good. I am Vanth. I was tasked by Hades to guide the deceased through these perilous realms. It is time for you to meet your destiny. But first things first, you need to get used to your new form. Let's start by grabbing something. Focus on that base. Probieren wir das mal. And try and remember how to get a hold of it. Jetzt ist der Grab-Button, genau. Er zeigt mir zwar jetzt hier den Trigger-Button an, aber ich kann jetzt mit dem Grab-Button hier was greifen. Oh no! Die gute alte Vase! Da liegt jemand. Beziehungsweise der sitzt. Eine Münze. In mein Inventar. Okay. Sehr nice. Und jetzt? Wir gehen einfach mal weiter. Boah, Leute, das schaut schon sehr geil aus. Ich finde das ja vom Style her total cool. Diese schwarz-weiße Welt mit den farbigen Objekten. To move forward from here, you must build from your memories. Be steadfast in your convictions. Let the memories guide you. Die Erinnerung soll mich führen, okay. Gate warps the memory. Only those with a strong connection can resist. Good. You have discovered the orb. The orb is your link to the past. Use it to unlock the memories within and move forward. But beware, the orb requires payment. Okay, wir müssen den Orb bezahlen. You need to show that you are ready to part with earthly riches. You already have one coin, remember? Ja. Use it. Okay. Schöne Münze. Sehr nice. Jetzt brauche ich noch zwei weitere. Da liegt eine. Da hinten liegt auch eine. Einmal.
Zweimal. Okay, dann tun wir die gleich hier rein. Zwei Münzen. Perfect. You unlocked your first memory. Oh, nice. These projections are your parents. Meine Eltern. Your father was a striking figure. But he doesn't seem to belong here. The other entity is your mother. She loved him so much. It seems the memory is incomplete. Only you can add an object to reach deeper within the memory. Look around you. Find an object and present it to him. Okay. Schaut so aus, als ob er ihn... Ah! Eine Rose. What would a man give to a woman in love? Das schaut aber cool aus, Leute. Okay, du kriegst die Rose. The rose is the ultimate symbol of love. These two seem to be well within its embrace. Nice. Weiter geht's. Ein Baby schreit. A child. Das bin wohl ich. Was you. But the memory is incomplete. You must deliver an object to the memory. Find something to soothe the baby. Babyrassel. Kann ich das auch nehmen? Cool. Was steht da? Sie rasselt nicht. Hier, Baby. Rarely does love blossom forever. Eventually it wilts and dies. And that's what happened. Your father left, never to return. Your mother fell into despair. Mal wieder klar. Typisch. It is a key. A key to your new found destiny. A step forward. Der schaut ja cool aus. Boot fahren. Boot fahren. Commence your journey through the underworld. It all starts. Schaut aus wie eine Gondel. Step into the boat and make your way towards it. I will be your guide. Okay, dann probieren wir das mal. To the river Styx. She will be your pathway towards Elysium. Sehr geil. Paddle to the water and follow the trails of light. Do not let this structure intimidate you. Everything you seek lays just beyond the threshold. It was created by the gods to keep out those who are not worthy. But those willing to face its challenges will reap its rewards. These hands belong to those who could not pass through the gate. If you don't wish to join them, you'll have to give Das schaut ja aus hier, die ganzen Hände. Okay, wir müssen hier den Schlüssel einfügen. Very good. Schaut schon sehr mächtig aus, das Tor. Pass through. Now our journey begins. Yes, da freue ich mich schon drauf. Saurierschädel. Okay, wir fahren mal ganz langsam hier lang. Sehr, sehr. Das sind lauter Gesichter. Do you hear that, newcomer? You will kill her. These voices you are hearing, you have heard them before. Long ago. He is a blight, a monster.
It is no use. She cannot see that. It is customary for a newborn child to be greeted by laughing faces. He made her sick. We need to act for her sake. It will not end with her! The curse will hit all of us! There are but two certainties in life. Death and a mother's love. However, your mother's neighbors did not share her feelings towards you. A mother's love is blind. She does not see a parasite. She only sees her child. We should slit its throat and be done with it! It's a bastard! It would be a mercy killing! You would kill a baby in front of its mother? Then you are no better than a bastard. Da hat er aber recht, hä? It seems the old fool's words saved your life. If not for him, our journey through your memories would have been a short one indeed. He is right. We cannot kill the bastard, or we will all be cursed. The mother has to give it up. Deutsch wäre natürlich echt schön, dass man mehr von der Geschichte versteht. You fools and cowards! I will leave the bastard be. But if so much as my dog falls sick because of him, it will be your throats I slit instead. We should leave this accursed house. May Leto show her mercy. Yes, may she indeed. And so the men left, choosing to wish for your death instead of causing it. And despite your mother's illness growing more severe every day, her love for you proved stronger as she hung on to life so she could nurture you when you were most vulnerable. I will say this, I have seen many lives and deaths to match them. But the power that lies in the love of a mother never ceases to impress me. And your mother's was particularly potent. Okay, kann ich jetzt weiterfahren? Also die Bootsteuerung gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Das reagiert hier richtig und fühlt sich wie in einer richtigen Gondel hier. No one chooses their heritage. You were fated to be born a bastard. Hey, bastard, don't run away. We like you. We really do. We just want to play. And one lesson a bastard boy in a small village learns young is there is but one thing crueler than fate. Children. What's the matter, bastard? Don't want to play with us? My dad says you're the reason my sister's sick. Why can't you just go away? Why can't you just die? Take this, bastard! 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 Oha. My, three against one. What brave little soldiers they are. Aber echt, hey. However, it took but one little girl to turn the tide. Stop it! I won't let you hurt him anymore. Let's go. They'll get what's coming to them. Are you hurt? Can you walk? It was then the young girl sat with you. You dared not look at her out of shame. I'll wait here with you until you can. She sat with you, a young bastard boy with bruised ribs and broken pride, for hours on end. Okay, we können weiter. Schon echt unheimlich aus hier. Schnell weiter. You have noticed them, haven't you? The beings watching you from the shore. They are the denizens of the necropolis. Unlike denizens. You, they can no longer be saved.
We are drawing near another memory. Reliving it will seem like a cruel trick of fate. But remember, we only mourn that which we once held dear. Find solace in that as you face your past. Your mother proved to be a slippery prey to my master. For many years, her desire to keep you safe gave her the strength to stand against the demons in her feverish nightmares. But in the end, Hades always claims his prize. And on a cold winter night, a piercing chill crept through the creaks of your house, whisking away your mother's tired spirit. You were left alone, a little orphan in an empty house, with only your grief and loneliness to fill it. Alone? No, that's not quite true. You still had Agape. The girl that saved you from the bullies, the blacksmith's daughter, to shed a single ray of sunlight into your life. Do not weep now. Death is both cruel and fair. Okay. Hades took your mother from you in life, but he will return her to you in death. You will see her again. You have my word. Das ist aber schön. Dann bin ich ja mal gespannt. Okay, da können wir wohl anlegen. If you wish to find Elysium, you will die need Erlösung. Da. Enter the highlighted zone to disembark. Ich bin hier drinnen. Vielleicht muss ich selber drinnen stehen. Versuch mich mal hier zu drehen. Ups. Entschuldigung. Das schaut gut aus. Jetzt habe ich das nicht gelesen, was da stand. Hallo, Licht. Okay, dann gucken wir uns mal um. Okay, da fehlt schon mal gleich was. Das ist auch gar nicht auffällig, weil das alles so farbig hinterlegt ist. Das schaut aus, als müssen wir da hochklettern. Wieder so einer. Okay. Dann klettern wir mal. Und das fühlt sich richtig gut an. Watch your step. The higher you climb, the harder you fall. Das klingt logisch. Ich muss schon sagen, diese Schwarz-Weiß-Welt, das gefällt mir wirklich. Okay. Noch ein bisschen höher. Oh no. Boah, ich bin ja hier daneben gegriffen. Kette. Da ist das Zahnrad. A single cog is useless, but in multitudes, they can move even mountains. Wir müssen nicht mehr runterklettern. Wir haben einen Aufzug, wie es ausschaut. Nice.
So, dann setzen wir das mal hier ein. Schaut irgendwie vom Größenverhältnis merkwürdig aus. Aber, solange es funktioniert. Wir haben unseren nächsten Weg geöffnet. Das heißt, wieder ab ins Boot. Und hier erstmal rückwärts hier ablegen. Now, row into the waterworks and continue your journey. Also ihr seht, die Bootsteuerung, die funktioniert richtig gut. Man steht nur nicht immer so ganz mittig. Man kann ja auch einen Schritt zur Seite tun. As the memories of your past challenged your strength of will, crossing the waterworks will test your wits and determination. To pass through this place, you must appease the Mire, the three keepers of destiny. They decide the fates of man and God. The three keepers of destiny. To gain their favor, a sacrifice must be made. One for each Mire. Wir sind hier eingeschlossen. Feuer. Okay. Dann klettern wir wieder. Das sind schon mehrere lang. Okay, wir bleiben mal hier oben. Und da schaut es aus, als ob wir nicht weiterkommen. Einen sehr, sehr guten Eindruck, das Game. Bin schon gespannt, was hier so für Rätsel auf uns zukommen werden. Boah! Leco mio, ey. Boah, am Bogen, Leute. Okay. Water allows man to live. Open inventory to craft the bow. Nice. A single arrow can change a thousand fates. Fühlt sich gut an. Das fühlt sich richtig gut an. Endlich mal wieder eine geile Bogenmechanik. Nice. Okay, das ist naheliegend hier. There we go. Now let's get down to the dock. Ha. Sehr geil. Bogen ist immer gut. Okay, drei Feuer zum Anzünden, ja, gar kein Problem.
So, stopp. Bogen. Komme ich da hin? Ja. Hallo, ich komme nicht mehr hin jetzt. Da ist genau meine Wand im Weg. Oh no. Geht tiefer. No need. Water always seeks the lowest point. Such is its fate. Let it guide you to yours. Have you seen the mural? That fire you used for the offerings was a gift. The Titan Prometheus bestowed it upon mankind, drawing the ire of Zeus in doing so. Some must suffer, so all can prosper. Das schaut so cool aus, Leute. Nächstes Kapitel fertig. Das wird jetzt schon hier etwas komplexer. Sehr geil. The Titan who brought man fire. When Zeus discovered Prometheus had given man fire against his divine command, he had the Titan strung up, cursed to have his liver picked out by an eagle every day, forevermore. Prometheus is more than a paragon of courage and mercy. He is also a reminder of the perpetual punishment which awaits those who would anger a god. Okay, Leute. Ich hätte gesagt, für den kleinen Eindruck reicht es bis zu dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Falls ihr wollt, dass ich hier weiterspiele an dieser Stelle, dann schreibt es doch einfach mal unter die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst bitte den Daumen nicht und das Abo. Und wir sehen uns vielleicht hier beim nächsten Mal. Ciao!